stelle ich mich erstmal vor. Ich bin die Sandra Mauer, habe eine kleine Reitanlage in Nidda, das liegt bei Frankfurt am Main, und habe hier heute meinen Banquero mitgebracht. Das ist ein sehr sensibler junger Spanier und der ist jetzt bei mir seit Oktober 2011 und Schwerpunkt ist die Boden- und Handarbeit mit ihm. Wir werden einfach mal so ein bisschen reingucken, was ich mit ihm gemacht habe, und wollen dann aber auch mal sehen seine körperlichen Stärken, die unter anderem stark in der Versammlung und auch in der Schulparade liegen. Ich würde jetzt einfach erstmal anfangen, das Pferd zu fragen, ob es sich vorwärts-abwärts strecken kann. Das heißt, das ist ja auch die Entspannung, eine körperliche und auch eine geistige Entspannung, zu sagen, okay, ich vertraue dir und ich lasse los. Ich kann dann nach der Stellung fragen, das heißt, nur das Genick nach innen zu stellen. Die Bewegung geht praktisch durch den ganzen Körper durch bis zur Hüfte. Die ja später dann auch mein Schenkel sein wird, dem Pferd nochmal zeige, nach unten loszulassen. Jetzt macht er das schon, aber wenn er jetzt praktisch oben wäre mit dem Kopf und mit dem Hals, dass ich in der Schenkellage sage, biege dich um die Gerte, um den Schenkel, um nach innen und unten loszulassen. Was Besseres kann uns ja nicht passieren, wenn das Pferd über die Schenkelhilfe nach unten und nach innen loslässt. Das Gegenteil wäre, auf die Schenkelhilfe Kopf hochzureißen und geradeaus loszulaufen. Und das ist einmal natürlich nicht besonders sicher, egal ob man Gelände reitet oder Dressur reitet. Und es bedingt eben auch die Gymnastik im Pferd, dass wir ja hier durch dann auch Biegung bekommen. Dann würde ich im nächsten Schritt rangehen, das Pferd auf den Zirkel zu führen und auf dem Zirkel mit der Körpersprache zu arbeiten. Das heißt, einen Rahmen von vorne zu geben, wenn ich ihn durchparieren will, oder von hinten wieder vorwärts zu schicken, dass ich ihn einrahme und überhaupt gebogen dann auf den Zirkel bekomme. Ich kann ihn erst ein bisschen mit mir mitnehmen, sozusagen auf einem kleineren Zirkel. Ich laufe rückwärts, das Pferd läuft vorwärts. Er soll sich immer wieder nach unten und nach innen entspannen. Und kann dann von vorne über den Körper und über die Beine, über die Bewegung des Pferdes drüber schauen. Ich würde ihn dann weiter rausschicken auf den Zirkel. Verändere damit meine Körperposition nach hinten und habe damit den Rahmen im Pferd von hinten vorwärts zu schicken und, wenn ich möchte, vorne durchparieren. Wieder vorwärts schicken. Mein eigener Körper, meine Körpermitte auf die Körpermitte des Pferdes. Und wieder durchparieren, meine Körpersprache vorne. Die Körpersprache ist das wesentliche Element, wenn wir mit dem Pferd arbeiten, um Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen. Körpersprache bedient sich den ganz normalen, natürlichen Verhaltensmustern der Pferde in der Herde. Ich kann wieder durchparieren, indem ich vorne stehe. Jetzt hat er mir die Hinterhand rausgedreht. Das soll dann möglichst nicht passieren, aus dem gymnastischen Sinn heraus. Gymnastisch gesehen möchte ich die Hinterhand auf der Zirkellinie weiter gebogen halten. Durchparieren, brav. Das war eine gute Parade. Steht jetzt in dem Zirkel von hinten nach vorne rangetreten. Nochmal Schritt. Körpersprache hinten, wenn ich ihn vorwärts schicken will. Und Körpersprache vorne, wenn ich durchpacken will. Gut. Und nochmal Schritt. Ich kann ihn dann im nächsten Schritt nochmal erst wieder auf die andere Hand holen, zu mir rein, um mich rum, an mir vorbei, auf die andere Seite. Dieselbe Übung praktisch auch in den höheren Gangarten. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen im Trab, treiben von hinten, anfahren. Das Vorwärts-Abwärts
wenn er nach unten schön loslässt und immer wieder nach innen stellt. Hier. Dass er sich entspannt. Dahin. Nicht zu tief und nicht zu hoch. Wenn er mit der Nase zu tief im Sand läuft, dann haben wir auch wieder zu viel Gewicht auf der Vorhand. Dann entspanne nach unten in einer lockeren Dehnungshaltung. Übergang zum Schritt und Schritt. Was würdest du in dem Moment machen, wenn das Pferd zu tief kommt? Wenn das Pferd zu tief kommt, gebe ich eher wieder eine Parade nach oben. Mit dem Kappzaum, also mit der Longe, mit dem Kappzaum wieder den kleinen Impuls nach oben. Und wenn er eine schöne Dehnungshaltung hat, dann kann ich sogar die äußere Linie ein bisschen mehr arbeiten. Also immer wieder klein bisschen nach innen stellen, zupfen. Damit bekomme ich die gesamte äußere Dehnungslinie im Pferd geöffnet. Das sind ja Muskeln, die sich dann mehr dehnen, die äußere Seite. Die äußere Seite dehnt sich, die innere Seite komprimiert sich. Übergang zum Halten und Stehen. Durch die Körpersprache vorne wieder den Übergang zum Halten. Schritt, wieder hinten, mitnehmen. Handwechsel. Dasselbe auf der anderen Hand. Wenn die Schulter zu stark reinkommt, gehe ich mit der Körpersprache mehr auf die Schulter zu oder setze auch die Gerte ein Stück Richtung Schulter. Damit schicke ich das Pferd wieder raus. Wenn das Pferd über die innere Schulter reinfällt, haben wir ja keine Biegung. Dann nimmt er praktisch nicht wirklich Gewicht hinten auf, sondern lehnt sich über die Schulter in den Zirkel rein. Dann gehe ich ein bisschen auf den Zug und vergrößere damit auf den Zirkel. Das ist später beim Reiten unser innerer Zügel, der an die Schulter angelegt wird und den Zirkel vergrößert. Übergang. Bra. Schritt. Und wieder Trab. Entspannen. Und wieder Übergang und stehen. Ja. Immer wieder dran denken, natürlich das Pferd zu loben. Kleine Abschnitte. Das ist seine Sache gut gemacht. Und damit bauen wir ja erstmal die Beziehung auf und die Körpersprache, die wir dann auch später in der Handarbeit oder auch beim Reiten brauchen, weil wir immer wieder einen Rahmen geben. Einerseits ist es, wie gesagt, Vertrauens- und Beziehungsarbeit und andererseits ist es die Vorbereitung für die Hilfengebung, das Pferd auch zu gymnastizieren. Und auch die Hilfengebung bedeutet, Sicherheit zu bekommen mit dem Pferd, wenn wir zum Beispiel im Gelände auch reiten.